Was ist nur aus unserer Stadt geworden? Wir hatten auf einen Neuanfang gehofft. Und wo stehen wir jetzt? Überall was angefangen, kaum was beendet. Baustellen, überall. Ständig hören wir, das Land ist schuld, der Bund ist schuld, der Strukturwandel, kein Geld, keine Zeit, keine Fördermittel. Ich kann das alles nicht mehr hören. Kein Geld für Schulen und Kindergärten, aber für Dutzende städtische Gesellschaften und Aufsichtsräte. Soll das immer so weitergehen? Wann lernen die endlich dazu? Erst planen sie ein Einkaufszentrum, dann ein Factory-Outlet, jetzt ein Designer-Outlet. Kann sich Duisburg weiterhin die Experimente der beiden großen Parteien leisten? Politik ist keine Zauberei und es liegt wirklich viel Arbeit vor uns. Aber ich glaube fest an ein anderes Duisburg. Wir brauchen neue Arbeitsplätze, gut ausgestattete Schulen. Wir müssen die Probleme bei der Integration lösen. Die Verkehrsplanung muss komplett neu gedacht werden. Duisburg braucht endlich ein neues, positives Image. Und die Stadtplanung muss endlich zum Wohle der Bürger erfolgen. Wir brauchen keine Experimente. Wir brauchen neuen Mut, neues Denken, neue Ideen und endlich eine verlässliche, transparente Politik. Ich habe verstanden.